Hallöchen! Wie im letzten Video ja gesagt, habe ich ja bei eBay auf Teile gewartet, also auf Teile gesteigert. Vorgestern ersteigert, heute sind sie da. Schneller Versand wie immer. Den Shop kennen wahrscheinlich die meisten. Mobil Empfang ist eigentlich so die beste Anlaufstelle, wenn man etwas teure Autos fährt und nicht die teuren Ersatzteile holen will. Habe ich jetzt mir drei Sachen bestellt. Geplant waren eigentlich nur zwei, aber ich dachte mir, ja gut, die hätte ich eh gebraucht. Also von daher bestelle ich die mit. Was habe ich mir geholt? Hier haben wir ein komplettes Diff samt Gehäuse. Eigentlich brauchte ich nur zwei Spider, weil die irgendwie verloren gegangen sind. Aber ich habe für das ganze Diff habe ich 8,40 € bezahlt, statt wie hier 30 € beschrieben. Und ja, geht vollkommen klar. Baue ich auseinander, hole mir die zwei Spider raus und dann ist gut. Der Rest kommt dann auf Lager. Und dann habe ich hier mir geholt zwei Diff-Ausgänge für das vordere Diff und das hintere Diff, weil das am hinteren ist ziemlich verschlissen bei mir. Das seht ihr dann aber auch im Livestream. Und dann habe ich mir hier Querlenkerhalter geholt und Querlenkerstifte, weil mir da ein paar krumm geworden sind in der letzten Saison, sage ich jetzt mal. Und ich habe ein paar E-Clipse verloren. Die sind ja auch mit dabei, samt Halter. Ja, dafür habe ich jetzt, glaube ich, 2 €, nee, 3,39 € bezahlt. Und für die Dinger 2,99 €. Also einen guten Deal gemacht, sage ich mal. So, was passiert jetzt weiter? Ich habe ja gesagt, dass ich einen Livestream machen werde, wo ich den Kioschu komplett wieder neu aufbaue. Der steht gerade als, naja, nicht mal Roller, Chassisplatte, und das war's. Der Rest ist komplett zerlegt. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Hier haben wir zum Beispiel den Motor mit Motorhalter. Hier ist noch der alte von Apsima dran. Den werde ich auch wieder verwenden. Er hat nur neue Kabel bekommen, der Motor hat neue Lager bekommen. Genauso wie der Wagen. Da werde ich vorne noch ein Lager wechseln müssen, denke ich mal. Werden wir sehen im Livestream. Link ist unten in der Beschreibung. Twitch wird wie die Live-Talks wird bei Twitch gestreamt. Ich hatte ja das letzte Mal, hatten wir ja auch einen spontan gemacht, wo auch relativ eine gute Truppe zusammenkam. Und dann dachte ich mir, warum nicht einfach mal die Karre live zusammenbauen? Das Ganze startet heute. Heute ist der 18. Februar. Um 19 Uhr startet das Ganze. Plus minus 10 Minuten. Also wenn ihr so kurz vor 19 Uhr da seid, werdet ihr auf jeden Fall nichts verpassen. Wie lange das Ganze geht, kann ich euch noch nicht sagen. Wie gesagt, der Link zu meiner Twitch-Seite ist unten in der Beschreibung. Einfach mal durchscrollen, wenn ihr im Chat mitschreiben wollt. Wie gesagt, euch kostenlos da anmelden, dann könnt ihr im Chat schreiben. Alles Weitere könnt ihr dann quasi im Livestream fragen. Deswegen hatte ich ja diese Cam unboxed, um bessere Videoqualität zu liefern. Die werde ich dann auf das Objekt der Begierde richten. Und dann seht ihr, was da abgeht. Könnt dann Fragen stellen oder was auch immer, Kommentare schreiben. Wie auch immer ihr wollt. Laser wird wahrscheinlich auch dabei sein, da ja einige Leute das letzte Mal gefragt hatten, wo er ist. Mal sehen, ob er es einrichten kann. Ich hoffe es mal. Ansonsten, ja, hoffe ich mal auf eine kleine gesellige Runde. Und dann würde ich sagen, bis heute Abend und ciao.